Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ich habe heute mal ein bisschen skurrileres Thema. Ich wurde in meinen letzten Videos darauf angesprochen, beziehungsweise in den Comments darauf angesprochen, dass der Push-Stream momentan ziemlich umstritten ist auf YouTube. Es soll gegen die Richtlinien verstoßen. Und ich habe auch noch eine kleine Ansage an meinen Clan-Mitgliedern, eigentlich mehr oder weniger eine fette Entschuldigung. Aber worum es hier genau geht, das seht ihr definitiv gleich. Tja, bevor wir zu dem Thema YouTube und Push-Streams kommen, erstmal die fette Entschuldigung an meine Clan-Mitglieder, die es ja momentan nicht ganz so einfach haben, mit mir auf Overwatch relativ erfolgreich zu sein. Beziehungsweise, ich wurde ja mal von Valerie darauf angesprochen, warum ich immer so rumflame, warum ich mich immer so aufrege darüber und es geht ihr auf den Keks. So, da kam ein kleiner Disput zwischen uns beiden, weil ich bin halt so, fangen wir einfach mal von vorne an, ich bin ja so der Tank-Spieler. Das, was eigentlich zu meiner Person passt, ich bin immer der, der verteidigen möchte, der seine Familie, seine Freunde beschützen will. Also so ist es zumindest mein Grundgedanke auf jeden Fall. Und ich finde einfach, bei Overwatch ist der Tank so mehr in den Hintergrund gerückt worden, meiner Meinung nach. Wenn man jetzt mal auf Zarya anspielt, zum Beispiel, du bist ja dabei, du musst deine Schilder verteilen, dass deine Mates, ja genau, dass die einfach geschützt werden, du dabei deine Waffe auflädst, damit du richtig fett Damage machen kannst. Und natürlich die Ult, ganz, ganz wichtig, die zu droppen, dass die ganzen Damage-Stealer außenrum, also Valerie und Sarg, die ja dann meistens mit Tracer oder mit Hanzo spielen, dass die richtig abrocken können, sage ich jetzt mal so. So, und ich finde es dann immer blöd, wenn du dann so eine richtig geile Ult hast mit Zarya und hast fünf, sechs Mann da drin, oder sagen wir mal 4 bis 5, weil 6 habe ich noch nie geschafft, dass du dann trotzdem das Highlight nicht bekommst, weil halt die Damage-Stealer dann praktisch den Rest erlegen. Ja, vielleicht ist die Zarya-Ult auch ein bisschen zu low, würde ich jetzt mal behaupten, dafür. Aber ich finde es halt ein bisschen schade einfach. Und da ich ja immer dieser, ja, sagen wir mal, ehrgeizige Spieler bin, gerade beim Ranking, ich möchte ja immer mal mir selber was beweisen und natürlich den anderen auch, also meinen Clan-Mitgliedern, dass ich nicht so ganz useless bin und auch ein bisschen was kann, ja, muss man jetzt einfach mal sagen, habe ich dann so vergessen, was die Rolle eines Tanks eigentlich macht. Also diese Beschützerrolle, diese Verteidigungsrolle, die einfach, wenn sie zu nahe kommen, wie zum Beispiel mit Reinhardt, einfach auf die Schnauze hauen. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, ich habe dann halt angefangen, nach vorne zu chargen. Ich habe mein Schild runtergenommen, um diesen Feuerschlag zu machen und so weiter. Natürlich haben meine Clan-Mitglieder darunter gelitten. So, sind dann gestorben, wir haben die Matches verloren und ich habe mich dann dementsprechend aufgeregt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das Ganze ein bisschen einzugrenzen, mich wieder auf meine Rolle zu konzentrieren, statt irgendwie auf Highlights oder Damage zu schauen. Und ich hoffe, dass dann mein Clan wieder besser mit mir zurechtkommt und mit mir spielen kann. Also da jetzt schon mal an meinen Clan und speziell an Knallerie eine fette Entschuldigung dafür und ich hoffe, wir können beim nächsten Mal wieder voll durchstarten und wieder in diese Spaßrolle reingehen und nicht in diese ehrgeizige Rolle. Also so viel schon mal dazu. So, das nächste Thema. Das umstrittene Thema Push-Stream auf YouTube soll gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. Wo aber Honeywolle mich darauf angesprochen hat, dass ich zumindest meinen Titel oder Thumbnail ändern sollte, weil ich ja grundlegend was anders mache. Das stimmt ja auch in dem Fall. Ich mache ja nicht dieses, was man sonst im Push-Stream sieht. Das ist Abo gegen Abo. Da muss man dann denjenigen auch abonnieren, dass man gepusht wird und so weiter und so fort. Und ich habe ja schon damals beim ersten Push-Stream gesagt, das bringt eigentlich so gar nichts. Ich bin eigentlich nur da, um die Kanäle zu bewerten, mit der Community natürlich, mit den ganzen Zuschauern, dass wir da halt ein bisschen gucken, die geilsten Kanäle rausfinden, die es halt geil finden, abonnieren und so weiter. Und ja, auch wenn da manchmal oder eigentlich überwiegend viele Minecraft-Let's Player dabei sind, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist. Ich meine, Minecraft ist ja mittlerweile ein Teil von YouTube geworden, aber es nervt halt echt ohne Scheiß, Mann, dass du immer den Kack hast. Und wenn du dann halt wirklich mal so einen geilen Kanal dazwischen hast, der richtig geilen Content macht und dann einfach mal liken, abonnieren, keine Ahnung. Die mir dann zuschauen, die können das machen. Die können auch mitbewerten, mitbestimmen. Ich habe auch schon viele abonniert in meinem Stream, weil ich die Kanäle einfach nur geil fand. Und für mich springt halt dann vielleicht, die es cool finden, auch mal ein Abo dabei raus. Und das ist eigentlich so der Grund.
warum ich das eigentlich gemacht habe. So, und das ist ja grundlegend, was ich ja vorhin schon gesagt habe, genau das Gegenteil von dem, was der Push-Stream ja eigentlich so repräsentiert auf YouTube. Dazu muss ich jetzt aber auch mal sagen, was in den Richtlinien drinsteht, ist ja teilweise richtig. Arrangierte Abos sollten auf YouTube nicht stattfinden. Es soll, man soll die Kanäle abonnieren, wenn es einem gefällt. Man soll ja Broadcast Yourself, was es früher mal hieß, was es meiner Meinung nach heute überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, dass diese Arrangements einfach scheiße sind. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich halte von Abo gegen Abo nicht viel. Erstens, du machst diesen Stream, bist abonniert und sobald er dann gepusht worden ist, deabonniert er dich dann wieder. Also hat es eigentlich so im Prinzip gar nichts gebracht. So, und dann, was da noch bei Abo gegen Abo ist, das Einzige, was du dadurch gewonnen hast, sind vielleicht inaktive Community-Mitglieder. Du hast zwar dann viele Abos, aber keiner, der deine Videos schaut oder mal einen Comment drunter schreibt oder ein Like gibt oder sowas. Und das ist halt das, was auf YouTube wichtig ist. Diese Interaktion zwischen den Kanälen, zwischen den Leuten, zwischen den Zuschauern, Streamern, ja, meine Wenigkeit, ich, ja. Da muss ich denen recht geben. Andererseits ist es ja so, die wollen mittlerweile, also wenn man jetzt mal auf die Kreativität der ganzen Kanäle drauf hinspielen möchte, wird man ja in der Kreativität von YouTube krass eingeschränkt momentan. Man wird als nicht werbefreundlich eingestuft oder ganze Videos werden sogar gesperrt, wenn es zu gewalttätig ist oder irgendwas Anstößiges in dem Video vorkommt. Da muss ich dann sagen, YouTube widerspricht sich da in dieser Richtlinie ein bisschen, weil die müssen sich jetzt endlich mal entscheiden. Soll man jetzt wirklich kreativ agieren oder soll man werbefreundlich bleiben? Oder soll man einfach so viel Abos wie möglich generieren, dass man relevant auf YouTube bleibt? Ja, das, worauf der Algorithmus ja wieder anspielt. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die können nicht einerseits das verbieten, was eigentlich vom Geschäftlichen her für YouTube ja relevant ist, dass halt viel interagiert wird, zugeschaut und so weiter und so fort, was ja bei diesen Push-Streams gerade richtig krass läuft. Also bei mir zumindest sehe ich das. Ich habe immer so eine Wiedergabezeit im Durchschnitt von 3 Minuten gehabt oder 4 Minuten von den Videos. Wenn man das jetzt mal rechnet, bei 10 Minuten ist es zwar echt wenig, aber ist trotzdem noch eigentlich ganz cool. Aber bei diesen Push-Streams, da ist es gestiegen auf 7 bis 10 Minuten sogar. Und das ist ja eigentlich das, was YouTube ja erreichen möchte, dass du viel geschaut wirst, mehr geschaut, dass man Werbung schalten könnte. So, wenn du aber jetzt in deiner Kreativität eingeschränkt wirst, ist ja dann wurscht. Ich meine, gut, dass du dann als nicht werbefreundlich eingestuft wirst, ist ja völlig in Ordnung. Aber dass dann ganze Videos da teilweise schon gesperrt werden, das ist natürlich eine Sache, die geht überhaupt. Aber ihr könnt es mir jetzt einfach mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet, von der momentanen Situation YouTube. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit den Push-Streams nicht aufhören, beziehungsweise ich werde die ganzen einfach umbenennen in Bewertungsstreams oder schaut mir zusammen Videos. Irgendwie sowas. Ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben oder so. Boah, scheiße, du hättest auf den Push-Stream. Nein, mache ich nicht. Also ich werde es halt umbenennen. Bisschen anders. Ich meine, die Aufrufezahl geht da zwar krass zurück wahrscheinlich, aber mir geht es ja um den Spaß mit euch. Die Interaktivität und so weiter und so fort. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns gleich. Tja, wir haben das jetzt schon angesprochen. Nochmal ein fettes Entschuldigung an meinen Clan und natürlich mit dem Push-Stream. Penetriert unten die Kommentare. Schreibt rein, was euch gerade so einfällt. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da und da komme ich auch schon zu meinen Buttons in diesem Sinne. Wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button hier. Wenn ihr mich richtig geil fandet, wieder diesen hier. Ich zeige euch mal, wie er aussieht, dass ihr wisst, was ihr drücken müsst und so. Und für die, die es ganz anders wollen, die drücken einfach auf die Fratze hier unten, um mich zu abonnieren. Ich werde jetzt hier noch ein paar Videos einblenden, ich weiß es gar nicht. Werde ich einfach auf jeden Fall mal machen. Und ich möchte jetzt noch auf eins hinweisen, das South Park kommt demnächst endlich raus. Der nächste Teil, Alter. Diese Rektals-Reißprobe oder wie sie da schimpft. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein mega geiler Teil. Die den Stick of Truth schon gefeiert haben auf meinem Kanal, die dürfen sich auf jeden Fall auf diesen neuen Teil freuen. Und ich habe viele Gäste dabei bei dem neuen Let's Play. Daniel Mason, von dem man ewig nichts mehr gehört hat aus meinem Clan, der kommt extra zum Urlaub hierher und macht mit mir ein paar Aufnahmen. Und mein Bruder, der Ohomie, den man schon seit Battlefield 3 nicht mehr gesehen hat, der möchte sich auf jeden Fall auch beteiligen und ihr dürft euch auf jeden Fall darüber freuen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. I do it for you und so nicht. That's what I'm do. See you next time. Euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, euer Schwede, Iran.